Therapeut, Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Ja, wir, Aline und ich, gucken ja gerne Trash und ich weiß nicht, ob das zugehört, aber irgendwie schon, finde ich, haben uns angeguckt, Hochzeit auf den ersten Blick, jetzt auch zum zweiten Mal, und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen schockt irgendwie, weil, ich meine, bei RTL, die Shows, habe ich immer den Eindruck, ja, klar kommt da auch nichts mehr raus, es ist einfach Drama-Unterhaltung, aber es soll auch nicht mehr sein, aber bei Sat.1 ist ja immer dieser Slogan, wenn aus Wissenschaft Liebe wird, wo ich ja echt gerne mal wissen würde, welche wissenschaftliche Basis hat das denn, was da passiert eigentlich, aber klar, es wird natürlich auch nicht gesagt, man kriegt das nur so am Rande mit, und das hatte ich ja letztes Jahr schon kritisiert, dass ich den Eindruck hatte, dass die zu wenig Bindungsstile da in Fokus nehmen. Ich hatte jetzt dieses Jahr, also was man so zwischen den Zeilen, also hatte ich den Eindruck, dass das vielleicht mehr gemacht worden ist. Das ist ja auch grundsätzlich gut. Und ich weiß nicht, ob ihr die Serie verfolgt habt, da ja, werden ja Paare zusammengematcht in so einem sehr aufwendigen Prozess und heiraten dann als erstes, ich bin da auch mal für angefragt worden für die Sendung, ist ewig her, aber ich dachte so, oh, das ist mir, glaube ich, zu unseriös, oder ich weiß nicht genau, was dann noch alles für Gründe waren, warum das nicht geklappt hat, aber auf jeden Fall weiß ich nicht, wie kann man Leute einfach heiraten lassen, und ich habe auch gelesen, für die Scheidung müssen sie dann selber aufkommen, und man macht den Menschen ja auch Hoffnung. Und also meine Kritik ist vor allen Dingen halt immer, dass man Leute, die aus irgendwelchen Gründen jetzt keinen Dating-Erfolg haben, anstatt dass man denen hilft, Dating-Erfolg zu haben, steckt man die einfach zusammen. Haben einfach noch nicht den richtigen gefunden. Und das mag ja im Einzelfall auch so sein. Aber in vielen Punkten hat das ja einen Grund, warum die Leute vielleicht 10 Jahre Single sind. Und da kann man vielleicht nicht einfach jemanden dazustecken und dann, der vielleicht auch 10 Jahre Single war oder auch, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen da keinen Partner gefunden hat, und dann denken, ja, die beiden haben sich jetzt gefunden. Ich meine, ganz einfach ist es natürlich nicht. Natürlich wird da irgendwie gematcht. Aber ich habe mir jetzt gerade die Abschlussfolge angeguckt, und da wird ja so der Eindruck erweckt, oder war zu dem Zeitpunkt ja vielleicht auch so, dass von den 6 Paaren 5 zusammenbleiben, wo man ja denkt, boah, super, ne? Und nur, wann haben die das gemacht? Nach 6 Wochen, ich weiß nicht, ob euch an mein Video erinnert, die 100 und die 200 Tage Grenze, und meiner Ansicht nach kann man vor Ablauf von 200 Tagen überhaupt, also ungefähr bummelig 6 Monate, 6 bis 7 Monate, überhaupt nichts sagen darüber, wie eine Beziehung laufen wird. Und ja, ich habe das heute mal recherchiert, und tatsächlich ist ja jetzt seit den Dreharbeiten wohl ein halbes Jahr her oder so, ist ja schon mal im Sommer gewesen, kein einziges Paar ist mehr zusammen von diesen 6. Und das finde ich schon krass, dann nach 6 Wochen da irgendwie so, ah, ja, alles tudidu und ich nehme deinen Namen an und wir sind verheiratet und ich mache dir noch einen Antrag, und dann, ja, nach 6 Monaten ist keiner mehr zusammen, finde ich schon krass, und weiß nicht, ob man da nicht mal drüber nachdenken müsste, ob das dann so ein Konzept ist, was so mit Menschen gut umgeht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber keine Ahnung. Ich habe da auch mal recherchiert. Also wenn meine Informationen falsch sind, schreibt es mir bitte unter die Kommentare. Aber es gibt ja, glaube ich, seit 2014 Staffeln, also 7, 8 Staffeln. Und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, gab es so eine Staffel, wo mal 3 zusammengeblieben sind, auch länger. Und dann nochmal ein Paar, ich glaube aus der letzten Staffel, macht nach meinen Recherchen 4 Paare. Gut, muss jetzt jeder selber sagen, ob das viel ist von 8 Staffeln, und ich weiß nicht, wie viele Paare da jeweils dabei waren. Ich vermute mal Minimum 4, teilweise 5, teilweise 6. Und ob man dann sagt, ja, das geht jetzt auf unsere geht jetzt auf Wissenschaft zurück, woraus Liebe wurde. Ich weiß nicht, muss jeder selber wissen. Also ich finde, weiß nicht, wäre mal interessant, man müsste eigentlich mal so eine Folge machen, wo man die Leute einfach völlig oder anhand einfach von 1, 2 Sachen einfach zusammenwürfelt und guckt, was da mal rauskommt. Nette Side-Story übrigens, dass in einer Staffel haben sich 2 Leute gefunden und sind auch zusammengeblieben, die aber gar nicht gematcht worden sind. Also das heißt, sie waren in der gleichen Staffel.
Und sind dann nicht mit ihrem Partner glücklich geworden, sondern untereinander, sind im Kontakt geblieben und die haben wohl heute auch zwei Kinder und so weiter. Gut, meiner Ansicht nach ist das Universum der beste Matchmaker. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, was ich, so ein bisschen Bauchkrummeln, was ich habe mit Datingbörsen, kann man natürlich alles machen. Man kann nicht sagen, das ist auch das Universum, okay. Aber ich glaube immer so, wenn wir Leuten wirklich persönlich begegnen, wenn wir selber an uns arbeiten, versuchen uns den Partner zu manifestieren, den wir haben wollen, was sich ja auch ändern kann, mal ist es vielleicht, dass man dies will, mal will man vielleicht jenes, also Menschen verändern sich ja auch mit der Zeit, aber sich zu versuchen, das zu manifestieren und an sich zu arbeiten, dass man den Anziehungspunkt hat, so dass man auch die Menschen anzieht, die man haben will, scheint mir die beste Sache zu sein. Und also bestenfalls kann man jetzt rausziehen, offensichtlich kann die Wissenschaft das nicht so optimal matchen, selbst mit hohem Aufwand von drei ExpertInnen, die das machen, klappt das nicht. Aber gut, vielleicht finden die das ja auch vier, ich weiß es nicht. Aber ein riesen Bauchschmerz, den ich hatte in der Staffel, war jetzt, dass da ein Paar war, was jetzt definitiv eine, meiner Ansicht nach, hochtoxische Dating-Situation hatte. Also die waren dann auf der Hochzeitsreise und ist jetzt überhaupt keine Kritik da an irgendjemand. Wenn da jemand seine Themen hat und die hat da vielleicht noch nicht die Gelegenheit gehabt, die aufzuarbeiten, dann ist es halt so. Aber Fakt ist, dass da halt ein Mann war, der auch laut geworden ist, der zu der Frau gesagt hat, ja, ich kann auch anders und solche Sachen, und sie sich dann auch irgendwo zurecht, denke ich, eingeschüchtert war oder vielleicht auch ein bisschen bedroht gefühlt hat davon. Und dann, wo dann eine von den drei Expertinnen dann, wie ich fand, sie ermuntert hat, das weiterzumachen und weiterzuprobieren, wo ich also aus meiner Sicht sagen würde, ganz klar Dealbreaker, ganz klar riesen fucking Red Flag. Und man hätte sie wirklich, also wenn man schon so ein Experiment macht, dann muss man auch so fair sein und den Leuten sagen, ey, sorry, das ist jetzt hier leider toxisch geworden, geht dann möglichst schnell raus und sie nicht ermuntern, da noch drin zu bleiben. Also das finde ich echt höchst fragwürdig, sage ich ganz ehrlich, ist auch nur meine Meinung. Und die andere Sache, die ich sehr, sehr krass fand, diesmal für einen Mann, ist, dass da ein Paar war, wo wirklich die Frau in einer Tour wiederholt hat, wie unattraktiv sie ihn findet, wie unmännlich, und sie steht ja nur auf Typen mit Muckis und die eine Ausstrahlung haben, und er hätte das ja gar nicht, und er hätte das zwar in seinem Hochzeitsanzug irgendwie gehabt, aber sie hätte ja nicht unter den Hochzeitsanzug gucken können. Und das wurde in einer Tour, wo sie dieser Mann damit konfrontiert, der völlig normal aussah, netter Kerl, würde ich sagen, für viele Frauen gut aussehen. Und natürlich ist das Geschmackssache. Natürlich kann sie sagen, ich finde dich, das passt irgendwie von der Chemie her nicht so, das ist ja völlig in Ordnung. Aber so in einer Tour den Mann damit zu konfrontieren, und da musste der noch ein Gespräch mit einer anderen der Expertinnen da über sich ergehen lassen, wo ja ihm auch nahegelegt wurde, er soll noch viel männlicher sein. Und wie gesagt, das ja alles auf so einem Hintergrund von, die sind ja noch nicht mal richtig zusammen. Also natürlich kann man in einer langjährigen Ehe, wenn es da Chemieprobleme gibt, klar kann man in einer Paartherapie solche Sachen fokussieren. Aber wenn zwei noch nicht mal richtig zusammengefunden haben und einfach von Anfang an der Wurm drin ist, dann einem nahezulegen, also einem Mann nahezulegen, wäre irgendwie nicht männlich genug, fand ich total krass. Also vor allem habe ich da auch keine Ansatzpunkte gesehen. Klar, das war ein eher weicherer Mann. Das heißt ja nicht, dass der nicht männlich ist. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, wenn das andersrum gewesen wäre, wenn ein Mann in einer Tour auf einer Frau rumgehackt wäre, sie wäre irgendwie nicht weiblich, nicht attraktiv genug. Also ich weiß nicht, ob das gesendet worden wäre. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also ich finde es höchst problematisch. Und gut, man kann diese ganzen Dating-Shows fragwürdig finden, aber wie gesagt, wenn im Vornherein durch das ganze Setting, wie zum Beispiel bei Love Island gesagt wird, Leute, das ist wirklich nicht super ernst gemeint, das ist einfach Unterhaltung, finde ich das was anderes, als wenn da Leute verheiratet werden, müssen sich dann womöglich noch mehr oder weniger aufwendig scheiden, müssen sich so einen Kram anhören, es wird ausgestrahlt, ganz Deutschland muss man sich da
werden irgendwelche sexuellen Fantasien werden vorgelesen. Da dachte ich echt, ey, oh, ich finde dich echt krass und echt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. In diesem Sinne, wir werden es bald wiedersehen.